Was würde ich heute Young Professionals mit auf den Weg geben? Erstens mal hungrig sein, also offen für die Dinge, die da kommen. Die Welt wird sich rapide verändern und genau an der Stelle muss man mit der passenden Offenheit an und Neugier auf neue Themen zugehen. Aber auch nicht blindlings alles Neue einfach umarmen. Ich glaube, Verantwortung wird in Zukunft noch eine wichtigere Sache sein. Und dann, wenn ich mich auf diese neuen Dinge einstellen muss, muss ich immer was Neues lernen, also lebenslanges Lernen. Diese Bereitschaft, mich auch dann weiterzubilden und vielleicht ja, nicht in dem zu bleiben, was ich gelernt habe, sondern in Zukunft auch mal andere Bereiche reinzuschnuppern und das auch offen wahrzunehmen. Ja, ich glaube, der Wandel wird sich noch weiter beschleunigen, zumindest in den nächsten Jahrzehnten. Ich glaube fest, also es gibt ja zwei große Phasen. Die Digitalisierung, die wird noch weiter fortschreiten und dann die Automatisierung der Welt. Also unsere Enkelkinder werden nicht digital, sondern robotic natives sein. Und gerade da wird es noch schneller werden. Wenn ich mir anschaue, heute im Smartphone-Markt zum Beispiel, alle 6 Monate oder alle 3 Monate bald ein neues Smartphone. Tja, wie gehen wir mit der Nachhaltigkeit um? Und das ist auch was ich den jungen Menschen mitgeben möchte, hier vielleicht ein bisschen auch drauf zu schauen und den Spagat hinzukriegen zwischen zum einen zwar schon neue Produkte in den Markt bringen, das aber auch mit Nachhaltigkeit vereinbaren zu können.